Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Elix. Ich bin motiviert und wir gucken einfach mal, was wir gerade so am Schlüssel haben. Elix-Nachschub, Abessa, Raketenboden. Aha. Ja, das ist der Audiolog, den wir gerade da bekommen haben. Bewegungssensor. Waffe eines Klerikers. Ja, die hatten wir halt auch noch über, ne? Die ganzen Rezepte und Anleitungen. Bis später dann. Ja, das kann man so oder so sehen. Heiler, Werker. Er hat nicht einen Splitter ehrlich verdient. Ist das dein Ernst? Setzer. Ich weiß auch nicht. Ach, Leute. Ich würde sagen, wir gehen mal gerade in Richtung Ragnar und versuchen mal mit dem zu quatschen. Und vielleicht finden wir ja noch was raus, was uns irgendwie weiterhelfen könnte. Beziehungsweise haben wir eigentlich ein Level abgehabt? Nein, immer noch nicht. Alle auf Maschinen verlassen. Ja, mi. Alle Maschinen, bla bla, blub blub. Ah, Mann. Unglaublich, unglaublich ist das. Guten Tag! Nee, die will ich jetzt nicht. Hast du Stormson gesehen? Sag, dass du ihn gesehen hast. Kann schon sein. Hat er dir zufällig gesagt, wohin er aufgebrochen ist? Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Oh, so ein Ärger. Dabei hatte der ist ich doch in der Taverne. Dass du mir weiterhelfen kannst. Hast du dich in der Taverne umgesehen? Das war nicht nötig, dort ist er nicht. Also nicht mehr. Ein paar Kerle haben ihn dort aufgegriffen. Wenn das stimmt, was ich gehört habe, waren das gewiss keine Freunde von ihm. Okay. Was waren das für Kerle? Alle Aussagen sind recht vage. Niemand konnte mir etwas Genaues sagen. Konnten sie nicht oder wollten sie nicht? Du meinst, sie verschweigen es mir mit Absicht? Exakt. Das würde bedeuten, dass Angrim dahinter steckt. Das verschlimmert die Angelegenheit. Warum will Angrim Stormson beseitigen? Er hat sich offen gegen das Gesetz gestellt und hat sich auf die falschen Leute eingelassen. Jemand hat ihn verraten? Ja. Angrims Spitzel, die Angehörigen des Eisenclans, sitzen überall. Aber der arme Teufel konnte seine Klappe ja nicht halten. Das war Jorah. Sieht ganz so aus. Ich werde Stormson ausfindig machen. Denkst du, du kannst Angrim zum Reden bringen? Das werde ich. Verlass dich drauf. Sei aber vorsichtig. Er ist nicht zimperlich. Du siehst ja, was passieren kann. Ich komme klar. Alles klar. Wer bist du denn? Was war das? Ja, jetzt chillt doch mal alle hier. Nachtwache, guten Tag. Setzerin. Was ist denn nur los? Ja, was ist denn nur los? Ist der Frühsport und Joggen. Wuhu! Ja, Angrim, den Namen habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Oder ich habe ihn einfach gekonnt ignoriert. Wer bist. Stimmt, wir wollten eigentlich noch mit Kaldrim reden, ne? Da sind wir irgendwie drüber weggekommen. Sei vorsichtig beim Mana-Schrein. Es gibt schon so genug Verzögerungen bei der Elex-Umwandlung. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass jemand dort hineinfällt und die Mana-Produktion aufhält. Also nimm den Rat eines Heilers an und pass auf, was du hier anstellst. Ups, hätte ich vielleicht nicht darin baden sollen. Was genau ist ein Heiler? Du hast Glück, dass hier gerade wenig los ist, sonst hätte ich keine Zeit, dir deine Fragen zu beantworten. Man nennt uns Heiler, da wir die Welt heilen. Wir heilen sie von der Verseuchung des Elex. Wir überwachen die Elex-Umwandlung hier am Mana-Schrein und verarbeiten das Elex zu Mana. Und da dieser Vorgang sehr komplex ist, ist er auch sehr empfindlich. Okay, danke für die Warnung. Danke für die Warnung, ich werde aufpassen. Jemand mit Verständnis, das ist gut. Sei einfach vorsichtig. Ich habe als oberster Heiler schon genug Sorgen. Kann man dir helfen? Das Überwachen der Elex-Umwandlung hier am Mana-Schrein birgt einige Gefahren. Also wäre es schön, wenn du mir nicht allzu sehr in die Quere... Moment mal. Ich spüre da etwas. Was bist du? Deine Präsenz. Sie verzerrt das Mana-Feld. Es ist fast so, als wärst du... Nein, aber so siehst du gar nicht aus. Wovon redest du? Wovon redest du?
Ich kann nicht genau mit dem Finger darauf zeigen. Naja, vielleicht täusche ich mich auch. Die Kunst, das Manafeld richtig zu deuten, ist keine sehr genaue Kunst. Was führt dich zu mir? Ich möchte dir irgendwie helfen. Weil ich möchte ja auch die Welt von Elex heilen, denn ich bin ja eh Abtrünniger von den Alps. Was genau ist deine Aufgabe? Wie ich bereits erklärt habe, als der oberste Heiler hier in Goliath sorge ich dafür, dass der Mana-Schrein ausreichend mit Elex versorgt wird. Mhm. Das Mana, das hier erzeugt wird, ist die Quelle unserer Kraft und allen Lebens hier in Edan. Wir sind die Heiler der Welt. Ohne unser Mana wäre ganz Edan nichts weiter als Wüste. Die Werker bringen das Elex zu uns und wir transformieren es am Mana-Schrein, um dann mit Hilfe des Manas Magie wirken zu können. Und wenn sich alle an diesen Prozess halten würden, gäbe es auch keine Probleme. Okay. Okay. Sie können also mit dem umgewandelten Elex zaubern. Dann erzähl mal, wie das funktioniert. Wie genau schafft ihr es, mit Hilfe von umgewandeltem Elex zu zaubern? Nur der Pilger selbst weiß um die Kraft des Manas. Wir benutzen es nur, aber niemand hier weiß wirklich, wie es funktioniert. Mana einzunehmen, öffnet deinen Geist. Es befreit eine Kraft in dir, von der du nicht einmal geahnt hast, dass sie da war. Okay. Wieso werdet ihr von dem Mana nicht so verändert wie die Alps von Elex? Immerhin forschen wir schon seit über 50 Jahren an unserem Mana. Außerdem ist es ja nicht so, als würde das Einnehmen von Mana uns nicht verändern. Nur eben anders, als es bei den Alps der Fall ist. Wenn du einen Berserker zaubern siehst, dann achte mal auf seinen Arm. Auch wir mutieren. Aber im Gegensatz zu den Alps tun wir das kontrolliert. Aha. Okay. Das ist doch schon mal eine wichtige Information. Ja. Offensichtlich hat der gute Dude hier die Kraft, die Macht zu spüren, beziehungsweise das Mana. Und das ist, glaube ich, eine interessante Sache. Du spürst das Mana? Allerdings. Ich arbeite schon sehr lange hier am Mana-Schrein, sodass ich inzwischen spüre, wenn das Mana durch die Präsenz von Elex verunreinigt wird. Ich spüre es, wenn zum Beispiel jemand mit einem Meteorsplitter voller Elex am Mana-Schrein entlang geht. Die Präsenz von Elex zu spüren, fällt mir leichter, wenn viel Mana um mich herum ist. Dann wird das Feld eindeutiger verzerrt. Aha! Es gibt Probleme bei der Elex-Umwandlung? Ja, es verschwinden leider immer mal wieder Elex-Pakete. Diese Elex-Pakete sind eigentlich zur Umwandlung am Mana-Schrein in Mana gedacht. Letzte Woche sind schon wieder 5 Pakete verschwunden. Und zusammen mit dem Elex auch eine unserer Wachen. Sein Name ist Kral. Okay. Hat Kral das Elex gestohlen? Ich vermute, dass Kral der Dieb ist. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich kann hier nicht weg. Ich bräuchte eigentlich jemanden, der nach ihm sucht. Hier. Was bekomme ich dafür, wenn ich dir helfe? Meine Stimme hat hier in der Stadt großes Gewicht. Ich kann also ein gutes Wort für dich einlegen, falls du dich uns anschließen möchtest. Warum nicht? Aber das ist nicht alles. Wenn du willst, kann ich dir Elixit geben. Hier fallen immer mal wieder einige Splitter ab. Bei der Umwandlung von Elex in Mana gibt es immer ein bisschen Schwund. Und von diesem Schwund könnte ich dich ordentlich entlohnen. Finde ich gut. Also wirst du mir helfen? Ja, klar. Ich werde den Elex-Dieb Kral für dich finden. Wirklich? Nun, das wäre großartig. Vielleicht solltest du noch wissen, wo er sich häufig aufgehalten hat. Als Wache vom Clan der Nebelkrähen hatte er freien Zutritt zu allen Bereichen hier in Goliath. Ich weiß zufällig, dass er sich häufig auf den Balkonen oben im Haupthaus herumgetrieben hat. Er hat mir mal erzählt, dass er öfter die Aussicht da oben genießt. Vielleicht findest du dort ja etwas. Ich meine, den haben wir da auch gesehen, als wir nach Alva gesucht haben. Alles klar, was machst du denn überhaupt mit dem Mana dann letztendlich? Was macht ihr mit dem Mana? Unser Mana ist alles. Es ist das Leben selbst. Durch Mana sind wir in der Lage, mächtige Magie zu wirken.
Kein anderer Mensch auf Magalan kann sich mit uns messen. Wenn man uns nicht kennt, mag man denken, dass wir schwach sind, vielleicht sogar zurückgeblieben, aber da liegen sie falsch. Durch das Mana können wir stärker und mächtiger werden als jede Maschine, die die Alps uns entgegensetzen. Aber es macht uns nicht nur stark, es bringt auch die Welt zum Erblühen. Sieh dich um. All das ist das Werk unserer Weltenherzen. Okay. Ja, wir fragen einfach nochmal, just for the sake of it. Weltenherzen? Du bist wissbegierig. Das ist gut. Unsere Weltenherzen sind Pflanzen, die mit Mana angereichert sind. Sie allein schaffen es, zerstörtes Land wieder zum Erblühen zu bringen. Ganz Edan ist somit das Ergebnis harter Arbeit. Okay. Gib mir Mana für reines Elex, ja. Gib mir Mana für reines Elex. Gerne. Tausche Elex gegen Mana, ja, warum nicht? Zeig mir deine Ware. Sicher. Okay, du hast auf jeden Fall noch jede Menge pures Mana, das ist schön. Jede Menge Anleitungen. Ring der Verteidigung haben wir allerdings schon. Wollen wir irgendwas noch loswerden? Ich glaube, die Energiespeicher, die brauchen wir erstmal nicht. Also ist nur so eine Vermutung, ne? Aber magische Energie wieder auf. Ja, ja, ich würde sagen, das ist doch schon mal gut. So, die Frage ist jetzt. Ja, jetzt chill doch mal. Ich möchte gerne. Ja, wo ist das? Pures Mana. Oder direkt konsumiert. Ja, toll. Oh, eine Mana-Pflanze. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Okay, also, wir müssen jetzt den komischen Dude finden. Den Kral, der war oben. Das heißt, ich würde als erstes mal nach oben gehen und vielleicht finden wir da auch, wie heißt der andere Typ nochmal, den wir suchen? Angmir, ne? Bup, bup. Wunderbar. Hallo, Wache. Nachtwache sogar. Okay. Laberst du uns voll? Ach, Duras, Mensch, pass mal auf. Wie sieht's aus, Flüchtling? Du findest dich offensichtlich schon gut zurecht. Ja. Brauchst du meine Hilfe? Immer doch. Was hast du anzubieten? Wir können voneinander profitieren. Ich habe einen ziemlich miesen Auftrag von Warlord Ragnar erhalten. Ein Mord ist hier geschehen und mir hat Ragnar aufgebrummt, den Mörder zu finden. Lass mich raten, Alva. Du weißt, dass ich dir bei deiner Mördersuche helfe. Eine Hand wäscht die andere. Fair enough. Wer wurde ermordet? Sein Name war Askor. Er war ein Berserker. Schon wieder ein Toter. 3 Monate lang wurde er vermisst, bis Warlord Ragnar ihn im tiefen Wald vor Goliath fand. Vor etwa einer Woche war Ragnar auf einem seiner Kontrollgänge. Da sah er Askors Leiche, niedergestreckt mit einem Schwert. Kein schöner Anblick. Okay. Hast du schon einen Verdacht? Warlord Ragnar vermutet, dass es einer aus Goliath war. Und wenn das so ist, dann muss es jemand sein, der sich außerhalb der Stadt gut auskennt. Für Ragnar kommen da nur 5 Kandidaten in Frage. Er schrieb sie mir auf eine Liste. Keine Ahnung, warum gerade diese 5. Ragnar wird seine Gründe dafür haben. Okay. Ich finde den Mörder. Das hört sich sehr zuversichtlich an. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Pass auf, wir machen das so. Du wirst mit den Verdächtigen sprechen. Ich halte mich im Hintergrund. Klingt gut. Wer sind denn überhaupt die Verdächtigen? Sind die Verdächtigen? Der erste auf der Liste ist Barin. Ein ziemlich fauler Drückeberger. Solange ihn keiner treibt, verbringt er seine Zeit am liebsten mit Faulenzen im Wald. Der zweite ist Torgal, ein Bär von einem Mann. Er hält sich meist im Land Abessa auf.
Geron hat sich erst kürzlich von uns abgewendet und macht sein eigenes Ding draußen im Wald. Sehr verdächtig, wenn du mich fragst. Zuletzt sind dann auch Iador und Rock. Der eine ein Neuzugang, der andere noch nicht ganz trocken hinter den Ohren. Sie sind allesamt immer viel unterwegs. Es wird nicht leicht, sie zu finden. Okay. Gut. Ja, kümmern wir uns drum. Alles klar. Kein Problem. Give me more quests. Was haben wir denn hier? Setzerin, Heiler. Okay. Scheint wohl auch eine Heilerbude zu sein. Was haben wir hier? Eine Truhe. Wache. Was hast du hier zu suchen? Wache. Wache. Okay, pass auf. Wir gönnen uns noch mal eben Asselfleischteller. Wunderbar. Dann können wir auch gleich ein bisschen mehr wieder verkaufen. Oh, Setzerbrot nehmen wir mit. Und ich würde fast sagen, wir machen dann auch an der Stelle schon wieder Feierabend. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Teilt das Video, liked das Video, abonniert den Kanal für mehr Elex und ich würde sagen, macht's gut, bis dahin. Haut rein.